Zuletzt mussten die Fans von Sturm der Liebe um ihre Lieblingstelenovela bangen. Es wurde nämlich bekannt, dass nicht mehr so viele Ressourcen für den Dreh der Serie zur Verfügung stehen. Nun jedoch erstmal eine erleichternde Nachricht. Wie ARD-Programmdirektorin Christine Strobel gegenüber DWDL verkündet, wurde die Serie um ein Jahr verlängert. Auch die Serie Rote Rosen darf sich über ein weiteres Ausstrahlungsjahr freuen. Trotzdem bleibt Strobel nur vorsichtig optimistisch. Wir müssen angesichts unserer begrenzten Ressourcen überlegen, ob wir uns am Nachmittag noch ein fiktionales Angebot leisten können. Dennoch haben wir beide Telenovelas jetzt nochmal um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert. Mit einem großen Kraftakt, der nur möglich ist, weil sich auch die beiden Produktionsgesellschaften kräftig ins Zeug legen. Denn laut DWDL gehen die Zuschauerzahlen der Serien zurück. Lediglich in der Online-Mediathek sei die Nachfrage stark. Sowohl Rote Rosen als auch Sturm der Liebe haben eine große Fanbasis, die sich auch in der starken Online-Nutzung niederschlägt. Allerdings erreichen wir mit beiden Serien in der Mediathek mutmaßlich keine neuen Zielgruppen. Das klingt nicht gerade erbaulich, trotzdem können sich die besorgten Fans jetzt erstmal eine Verschnaufpause gönnen und sich auf ein Jahr mehr mit Sturm der Liebe und Rote Rosen freuen.